Das Soundsystem wurde aktiviert. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom TSC 2022. Ich habe mir gedacht, ich lege euch noch ein kleines Osterei ins Nest. Und habe mir ein neues Szenario aus dem Hause Fair System Sound Design rausgesucht. So, müssen hier erstmal ein paar Dinge. Rucksack ist hier. Dann wollen wir mal aufrüsten. Da müssen wir als allererstes mal die Batterie aufrüsten. Information zu RE 70 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Großgerau-Dornberg. Abfahrt ursprünglich 17.14 Uhr, heute circa 5 Minuten später. So, müssen das natürlich auch in der hinteren Kabine machen. Natürlich müssen wir die Türen öffnen, um Gottes Willen. So, das hätten wir auch. So, dann können wir die Zugsicherungssysteme einschalten. PZB. Und SIFA. So, das hätten wir. Will noch irgendwas machen? Nee, eigentlich nicht. So, jetzt haben wir die Türen geöffnet. Gleis 3, Einfahrt RE70 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich 17.14 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Jetzt haben wir auch die Lichter an, genau. Jetzt haben wir es soweit. Also wie gesagt, dieses Szenario stammt aus dem Hause Fair System Sound Design. Ist das neueste. Stehen hier in Riedstadt Goddelau, fahren mit der Baureihe 430 als S8 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Es ist 17.18 Uhr, es ist ein relativ später Nachmittag. Und fahren über Riedstadt Wolfskehlen, Groß-Gerau, Groß-Gerau-Dornberg, Mörfelden, Walldorf, Zeppelinheim, Frankfurt am Main Stadion und schließlich Frankfurt am Main Niederrad und Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Wir haben gegen 18 Uhr einfahren sollen. Und scheint einiges an Verkehr zu sein, wie ihr seht. Wie man es gewohnt ist aus dem Hause Fair System Sound Design, sind natürlich wieder jede Menge Ansagen dabei. Bahnhofsansagen und. So, der RE hat Ausfahrt. Zwar fährt der nach, da steht nicht dran. Wir haben jetzt auch gleich Ausfahrt. Wir haben 17.21 Uhr Ausfahrt. Aber irgendwie das Gefühl, dass wir noch nicht fertig sind. Habe ich noch keine Nummer hat mir mal gehoben. So, jetzt ist der Stromabnehmer sind gehoben. Hauptschalter müsste auch gehoben sein, eingemacht auf ein sein. Fahrtrichtungswender. Aber jetzt auch nach vorne. So. Tja, wir haben jetzt gleich Ausfahrt.
Jede Minute? Aber jetzt. Schließen die Türen. Dann haben wir noch rot, wie ihr seht. Das hat sich in diesem Moment geändert. Das heißt, wir lösen die Bremse. Und schalten auf. Auf geht's! Erste Station. Riedstadt Wolfskehlen. Da müssen wir noch quittieren. S7 nach Frankfurt Hauptbahnhof. Nächster Halt Wolfskehlen. So, ein bisschen beschleunigen können wir schon. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So, dürft ihr uns schon nicht befreien? Jetzt können wir uns befreien. Das heißt, wir können auch aufschalten. Die Siefer natürlich drücken. So, wieder ein bisschen Geschwindigkeit wegnehmen, weil der erste Stopp schon unmittelbar in der Nähe. Und da wollen wir auf keinen Fall drüber sausen. Wie gesagt, das ganze Szenario nennt sich S7 nach Frankfurt Hauptbahnhof. Fahrbar mit der BR430, BR425. Nächster Halt. Und BR420. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, da wären wir schon. In unserem ersten Halt. Wenn uns hier eine RE entgegenkommt, das du voraus. Wunderschön. Wunderschön. Öffne die Türen. Bei der 430 muss man immer die Tür noch selbstständig öffnen. Genau. Dann funktioniert das auch. So, das ist ja also Riedstadt Wolfskehlen. Waren übrigens in Doppeltraktion. Mit der 430 152. So, wir haben Ausfahrt. Und auf geht's. Ey, was ist denn? Wieso schließt er nicht die Türen? Was soll denn der Mist? Das war jetzt meine Schuld. Oh, ICE. Wunderbar. S7 nach Frankfurt Hauptbahnhof. Nächster Halt Groß-Gerau, Dornheim.
wunderschöne Ansagen. Wunderschön. So wie man es gewohnt ist von Fair System. Und auch die einzelnen Haltestationen sind nicht allzu weit auseinander entfernt. Was den Spielspaß oben hält, finde ich, weil wenn man Kilometer fahren muss, nur um den nächsten Stop zu erreichen, geht auch schnell der Spielspaß verloren. Das ist hier nicht der Fall. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht fahren. Nächster Halt, Groß-Gerau, Dornheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Schon wieder bremsen. Oh, nein. Kommt uns der Gegenzug entgegen? Wunderschön. Wunderschön. Öffne die Türen. Schauen wir uns mal hier draußen um. Na, ich habe sie doch geöffnet. Was soll denn das denn? Komisch, manchmal. Ach doch, sind doch geöffnet. Vorne hat er sie nicht geöffnet. So, wir fahren weiter. Dazu schließen wir die Türen. Sind geschlossen, dann können wir losfahren. Nächste Station, Groß-Gerau-Dornberg. S7 nach Frankfurt Hauptbahnhof. Nächster Halt, Groß-Gerau, Dornberg. Genau so sieht's aus. Und noch etwas zu Fast System Sound Design. Die sind gerade dabei, etwas ganz Besonderes zu entwickeln. Ist im Moment Work in Progress. Wird sehr bald rauskommen und ich darf euch sagen, wenn es soweit ist, werde ich der Erste sein, der das präsentiert. Für euch. Seid gespannt. Was es ist, möchte ich noch nicht sagen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich habe mir das schon so ein bisschen angeschaut. Könnt euch da auf jeden Fall drauf freuen. Wie gesagt, Release-Termin ist leider noch nicht angekündigt, aber ich darf sagen, lange wird es nicht mehr dauern und ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen auf meinem Kanal. Ich werde es euch exklusiv präsentieren. So, jetzt hier mal ein bisschen langsamer werden. Wieder in der Nähe von dem nächsten Bahnhof. Nächster Halt, Groß-Gerau, Dornberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, fahren wir auch hier schön geschmeidig an den Halt heran. Oder an den Bahnsteig heran vielmehr. Radschlupf, das wollen wir nicht.
So, öffne die Türen. Zack. Hört ihr das? Flugzeug? Mir. Also Wahnsinn. Scheint diesen Jet zu sein. Ja, hier ist einiges los am Himmel. Scheint einiges los zu sein. So. Türen schließen. Ist der Fall, dann können wir losfahren. Nächste Station, Mörfelden. S7 nach Frankfurt Hauptbahnhof. Nächster Halt, Mörfelden. So, und der Zug hat eine Richtgeschwindigkeit, oder in diesem Szenario gibt es eine Richtgeschwindigkeit von 120 km/h. Wollen wir uns mal versuchen, da auch einigermaßen dran zu halten? Wenn es ja trotzdem pünktlich schaffen, wenn wir nicht trödeln. Nochmal ein paar Kilometer mehr zu fahren. Bleiben wir auch ungefähr in der Nähe von 120. Ich denke, so passt das. Wie gesagt, ich bin Fair System Sound Design sehr, sehr dankbar für dieses schöne Szenario. Wirklich wunderschön wie immer. Wunderschönen Ansagen, wunderschönen Zügen, wunderschönen KI-Verkehr. Die haben sich wieder wie immer allergrößte Mühe gegeben, muss ich wirklich sagen. Die Ansagen eingesprochen, persönlich von Ingo Ruf. Wie immer auf dem Punkt, also wirklich wie immer richtig schöne Szenarien, muss man ehrlich sagen. Die machen sich wirklich richtig große Arbeit und geben sich ganz viel Mühe für diese schönen Szenarien, die sie dann präsentieren bzw. veröffentlichen. Da steckt ordentlich was hinter und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr dankbar, dass ich das präsentieren darf. So, jetzt geht es hier so ein bisschen durch den Wald, wie ihr seht. Auf dem Weg nach Mörfelden. Wann seid ihr denn zuletzt S-Bahn gefahren? Auf der Strecke Frankfurt? So, da kommt uns ein ICE 1 entgegen. Könnte mal wieder eine Wäsche gebrauchen. So, ihr seht's. Trotz, dass wir 120 nur fahren, kommen wir relativ pünktlich an, möchte ich sagen. Also fast eine Minute früher. Also von daher, 120 km/h reicht voll und ganz aus. Ihr müsst da nicht, wer weiß wie schnell werden.
120 km/h reichen voll und ganz, wie ihr seht. Also ihr müsst einfach, dürft nicht trödeln, nicht unbedingt eine Zwanse bekommen, dann dürft ihr, dann schafft ihr das mit 120 km/h locker. So, dann sind wir auch gleich schon da. So, was kommt da? Sieht doch glatt nach einem IC1 aus. Steuerwagen voraus, perfekt. Hier kann ich Verkehr ohne Ende hier. Sehr, sehr schön, das mag ich ja sehr. Nächster Halt, Mörfelden. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, ein bisschen Bremse wegnehmen, wir dürfen nicht zu langsam werden hier. Dann fahren wir hier gemütlich, geschmeidig an den Bahnsteig heran. Drücken dabei noch die SIFA. Das geht ein bisschen drüber weg. Das war ein wenig zu optimistisch gebremst. Nach Frankfurt Hauptbahnhof. Nächster Halt Walldorf. So, öffnen wir erstmal die Türen. Das war von mir etwas optimistisch gebremst, gebe ich zu. Aber auch das kann passieren. Das passiert dem besten Triebfahrzeugführern. Naja, sie können ja wenigstens. Sie können ja eigentlich in beide Wagen noch einsteigen. Denn hier die Türen hätten sich geöffnet. Weil hier ist ja noch Bahnsteig. Ist hier vorne, also. Sie hätten locker hier noch einsteigen können. Naja. Das passiert dem Besten, würde ich sagen. Sollte nicht passieren, aber es passiert halt. Absicht war das keine. Das ist übrigens Mörfelden. Hier warten schon die Busse. Da sitzt er wieder am Bauen. Den Sand von A nach B. Von einem Hügel auf den nächsten. Wie das halt so ist im TSC. So, stehen die Busse bereit. Wie es sich gehört. Warten auf die Fahrgäste, die aus dem Zug aussteigen. Und wir haben jetzt gleich wieder Ausfahrt. Da kommt ein IC1. Also auch die Fernverkehr hier. Wir haben Ausfahrt. Schließen die Türen. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Nächste Station, Walldorf. Walldorf, Hessen, Bahnsteig 11. So, brauchen wir jetzt auch nicht groß schneller werden. Nächster Halt, Walldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
So, diesmal werde ich mal wieder vernünftig an dem Bahnsteig anhalten. Uns hier ein ICE-3 entgegenkommt. Öffne die Türen. Rechts muss es sein. Zack. So, wir haben gleich 5:45 und um 6 Uhr sollen wir in Frankfurt sein. Das heißt noch ein wenig mehr als eine Viertelstunde. 18 Minuten ungefähr noch. Wir haben jetzt noch zu fahren. Zeppelinheim, Frankfurt am Main Stadion, Frankfurt am Main Niederrad und Frankfurt am Main Hauptbahnhof. So, Abfahrt. Schließen die Türen. Lösen die Bremse. Und auf geht's. S7 nach Frankfurt Hauptbahnhof. Nächster Halt Zeppelinheim. So sieht's aus. Während hier noch diese Züge rumstehen. Also diese Loks. Züge sind ja keine, sondern Loks. Steht einiges an Rollmaterial. Der Zügen. Upsa, ein bisschen gerade werden wir hier. So. Nicht schneller als 120. So, nach Zeppelinheim fahren wir dann schon in den Frankfurter Raum ein. Kommt schon wieder ein ICE. Wieder in einer. Also ordentlich KI-Verkehr in Form von Fernverkehr hier vorhanden. Was mir sehr, sehr gefällt, muss ich wirklich sagen. So. Nächster Halt: Zeppelinheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sehr nice. So geht vernünftiges Bremsen. Das ist doch mal sehr schön. Türen öffnen. Rechts wie gehabt. Zack. Dann gehen auch alle Türen auf. Perfekt. So ist perfektes an den Bahnsteig heranfahren. Wunderbar. So, dann kann man sich aussuchen, welchen Wagen man nimmt. Ich bin ja immer gerne der, der vorne nimmt. Und suche mir dann auch gerne einen Fensterplatz aus. Wenn es geht vorwärts, es ist hier anscheinend doch da. Nehme ich mir diesen Platz hier.
dann. Guck ich raus. So, weiter geht's. Nächste Station Frankfurt am Main. Stadion. So, lösen die Bremse. Los geht's. S7 nach Frankfurt Hauptbahnhof. Nächster Halt, Stadion. Next stop, Frankfurt Stadium. So, gleich 100. Lesen. Ich glaube 90, wenn ich mich ganz vertue, oder 50. Das ist immer so eine Sache da. Was für eine Zahl sein soll. Bin mir da echt nicht sicher. Ich bleibe jetzt mal unter 90. Ist auf jeden Fall 100. Hier ist auch noch 100. Ist klar. Die nächste Zahl ist 120. Der nächste Bahnsteig ist sehr kurz, wie ihr seht. So, jetzt fahren wir hier rum. Ja gut, das fahren wir sowieso nicht, von daher wollen wir ruhig wieder ein bisschen aufschalten. Will hier nicht zu langsam werden. So, da fährt eine BR 425. Müsste das sein? Ja. So, was haben wir hier? Steht gar nichts. Schon wieder, nächster Halt, wegnehmen. Stadion. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next stop, Frankfurt Stadium. Exit to the right in the direction of travel. So, da der nächste Bahnsteig doch relativ kurz ist, hier schon mal ein bisschen anfangen zu bremsen, da nicht drüber sausen. Pünktlich sind wir ja auf jeden Fall. So. Die Türen. Zack. Überwachung 25 km/h, ja. Da fahren wir gleich auch nicht mehr. Auf dem Weg nach Frankfurt in Niederrad. So, die Türen sind werden geschlossen. Da ist, wir drücken hier drauf. Lösen die Bremse. Fahren langsam los.
schnell werden. Wie gesagt, V-Überwachung 25 Gamma. S7 nach Frankfurt Hauptbahnhof. Nächster Halt, Niederrad. So, konnten uns befreien. Das heißt, wir können zumindest schon mal 50 aufschalten. Die SIFA drücken. So, dann haben wir gleich 90. Da noch eine BR425 ankommt. So 60. Wieder ein IC1. Sehr, sehr schön. Dann sind wir auch gleich schon in Niederrad. Nächster Halt, Niederrad. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sehr, sehr schön. Diesmal dürfen wir endlich mal wieder die linke Seite öffnen. So. Den öffnen. Das hätten wir geschafft. Man eigentlich. Nee, schade. Das geht leider nicht. Kann ich den Zugzielanzeiger einstellen? Aber ja. Man kann nicht alles haben. Türen schließen. Und dann geht's los. Auf zur letzten Station Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Wieso habe ich hier ein X? Das verstehe ich nicht. Ich war doch pünktlich. Ach, ich verstehe es nicht. Muss ein Fehler von mir sein. So, 60. Schön geschmeidig über die Brücke. Wunderbar. Was ist denn jetzt los? Warum? Was ist denn jetzt los? Nicht gedrückt gehabt.
So, Frankfurt Niederradkreuzung 3620 NB. Und hier jede Menge Rollmaterial steht. Ihr seht's. So, dann fahren wir hier langsam in Frankfurt ein. In den Kopfbahnhof. So, hier quittieren. Wäre gut. Mal eh gleich 50, 49. So, dann haben wir jetzt gleich 40, dann 30. Das war der Bahnsteig. Und hier jede Menge Innenwagen stehen. Nächster Halt, Frankfurt Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund würden sich freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ah, sehr schön. Next Stop, Frankfurt Main Central Station. Exit to the left. So, dann sind wir schön in Frankfurt. Bisschen aufschalten noch. Dann sind wir in Frankfurt. Öffne die Türen. Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ich wiederhole, dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ja, das war's mit diesem hübschen kleinen Szenario. Aus dem Hause fährst du es im Sounddesign S7 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Das Neueste. Achtung!
Gibt es bei Festsystem Sound Design? Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Habt noch ein schönes Osterfest. Ich hoffe, ich konnte es euch ein wenig versüßen. Warum ich dieses eine X habe, weiß ich noch nicht genau. Bestimmt habe ich da irgendwo was falsch gemacht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wenn ihr das Szenario spielen wollt, gibt es bei Festsystem Sound Design zu kaufen. Ich sag mal, ciao, servus und tschüss, euer DDN Spieters. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ein schönes Osterfest noch. Macht's gut. Ciao, ciao, servus und tschüss. Bye, bye.